Loser. Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Gululu Best of. Quatsch mir nicht lange rum und dann viel Spaß beim Video. Ja, wie soll ich sagen, ne? Die Arbeit ist mal wieder ganz gut ausgefallen, aber wir haben trotzdem ein schwarzes Schaf. Ich will jetzt niemanden angucken, aber es ist wortwörtlich schwarz. Aber ich verurteile ja niemanden und wir wollen ja niemanden demütigen, der ein dummes Stück Scheiße ist. Und deswegen gucke ich jetzt auch keinen an. Aber wir können es uns ja alle denken, denn es fängt mit G an und endet mit Ululu. Du hast die 6! Diese 2 Lehrer an der Schule. Hallo ihr Lieben! Muss mal ganz kurz stören. Sorry, ich hab hier irgendwie mein Handy vergessen. Ach, Schnitty! Was machst du denn hier? Susanne, Frau Müller! Puck, puck! Ich bin der Schnitty. Muss mal ganz kurz... Ja genau, mach einfach mal die Aufgaben. Gululina, du pass auf. Das dauert auch nur 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. Gululu kommt zu spät. Entschuldigung für die... Ja klar, der Gululu, der kommt, wenn es ihm passt, ne? Hast du noch dein Chicken-Ticken-Mazzola auf dem Schlauchboot gegessen, oder was? Du kannst dich für gar nichts entschuldigen, außer für das. Für das. Ich musste noch meine Schwester zur Schule bringen. Ach klar. Meinst du die Gululina oder wen von deinen 30 Geschwistern, ne? Ja, genau die. Ja, Gululu, für die 20 Sekunden muss ich dich leider als versetzungsgefährdet eintragen und deine dumme Schwester gleich mit. Ich hab gestern zu lange gezockt, sorry. Ey, Julius Friedrich Maximus, mach dir gar keinen Stress. Geh nochmal raus, nimm dir eine Pause, beiß mal ins Brot, ne? Du musst ja auch konzentriert sein, ne? Und Gululu, du bringst mir einen Test mit! Gululu ist mit Mama shoppen. Mama, kann ich ein iPhone 15 haben, bitte? Gululu, ein iPhone, ne? Komm, wir gucken mal auf den Preis, ich kenne das auch gar nicht. Gululu, ich krieg ein Herzen gefuckt! Ach man, alle Kinder haben das. Wenn sie von der Brücke springen, springst du mit? Nee, ne? Komm mal mit, ich hab da was Besseres. Die Mama weiß, was du willst. Schau mir mal. Guck mal, die Mama hatte das damals auch. Das war richtig Fensch und Knorke. Vielleicht gibt's da noch ein paar Spiele. Tamagotchi? Tamagotchi? Mama, das hat ja sogar Tasten. Ich hasse dich. Mama kommt vom Elternabend. Gululu! Ach, ist klar, der Gululu schläft, ne? Der Controller neben dir, die Xbox ist an. Das macht ja auch so Sinn, Gululu, ne? Du willst nur nicht mit mir reden, weil ich beim Elternsprechtag war. Du dummes Stück Scheiße! Oh, Mama, hi! Na, Gululu, hast du gut geträumt von der beschissenen Noten? Ich bin noch dumm, da können wir vielleicht morgen drüber reden. Ich glaub, ich spinne. Der Controller kommt weg. Die Xbox stürzt sich ab. Die kommt gleich im Sperrmüll. Die kommt gleich im Sperrmüll. Mama, nicht die Xbox. Jetzt schließe ich dich ein. Und das wird dein neuer bester Freund. Mama kommt von der Arbeit. Annette, beruhig dich. Gululu! Legst du den ganzen Tag im Bett? Ich war an der Arbeit. Ich hab geschuftet. Und du hast nichts Besseres zu tun als im Bett zu liegen, Gululu. Und was ist mit Gululina? Das stimmt nicht. Ich hab mein Zimmer aufgeräumt. Und du legst den ganzen Tag im Bett, obwohl ich dir gesagt habe, Mama kommt bald. Mama. Super, Gululina. Wenigstens ein Kind, worauf ich stolz sein kann. Ja, ein Kind, worauf sie stolz sein kann. Oh. Hier wird nicht gepfft. Du bist ein Versager, Loser und ich hasse dich. Wir hassen dich. Mama, komm, ich mach für dich noch die Spielmaschine. Du hattest so einen harten Arbeitstag. Irgendeiner muss sich ja um dich kümmern, ne? Schneid dir mal eine Schnitte ab. Die Schulsozialarbeiterin. Mareike, ich muss mal ganz kurz den Gululu entführen. Nur mal ganz kurz. Was ist denn los? Kommst du mal bitte kurz mit? Zweiergespräche. Was ist denn los? Ey. Alles gut. Jetzt kommt der Mareike! Komm mal mit. Ich schrei jetzt mal in die Tonne. Ich mach's mal einmal vor. Wenn Mama dein Zimmer aufräumt. Nein, warum ist sie so aufgeräumt? Na? Hi. Suchst du vielleicht was Bestimmtes, Gululu? Vielleicht das? Warum hast du meine Powerbank? Power was, Gululu? Das ist eine Drogenwap. Aber Mama... Ich bin enttäuscht. Und ich will nichts mehr von dir wissen, Gululu. Du enttäuscht mich. Wie geht denn das? Mama, hör mir doch mal zu. Ich will nichts mehr hören. Die konfisziere ich jetzt. Die konfisziere ich jetzt. Aber Gululu, wenn du noch eine hast, dann gib sie mir mal bitte. Gib sie mir dann mal bitte. Und du hast außer Rest. Dieser eine Freund, der immer was machen will. Lass uns den ganzen Tag dusseln. Ach nee, lass doch mal was Cooles machen. Wir könnten uns mit Freunden treffen oder ins Schwimmbad gehen oder vielleicht ins Kino. Nee, lass einfach mal chillen. Ach, lass doch mal irgendwas Cooles machen. Uns mal ein bisschen bewegen. Ein bisschen Spaß am Leben. Nein, Gul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 . Doch. Guck, da bist du schon in der Traumwelt. Weihnachtsgeschenke kaufen. Gululu, weißt du eigentlich schon, was du Mama kaufen willst? Ich weiß noch nicht, was ich ihr schenke. Ich kaufe Mama richtig schöne Tupperdosen. Und was willst du machen? Ich wieder was Hässliches mal? Nee, ich mache dieses Jahr mal Gutscheine für Rückenmassage, Aufräumen, Spülmaschine. Gutscheine habe ich schon und Mama will auch was Gekauftes, weshalb sie mich mehr liebt. Nein, Gululina, ich mache die Gutscheine. Gululu, schieb dir deine Gutscheine lieber in deinen kleinen Hintern, weil für Mama bleibst du trotzdem eine Enttäuschung. Gululina. Und dann heiligabend lieber das nächste Schlauchboot Richtung Kinderheim, wo wir dich her haben. Gululu ist zu Besuch. Hi, Gululululu. Hi.
Hi. Hallo, ich bin die Mama. Mama, das ist Gululu, mein Freund. Gugu was? Gugu was? Mit dem hängst du schon wieder ab. Für irgendwelchen Krickis hier. Also, ich kann auch wieder gehen. Nein, Gululu. Oh, Mama. Komm, komm. Hier, dann nimm das wenigstens mit. Das ist ja doch da, wo ihr herkommt, ne? Hier. Danke. Ich und Max sind jetzt fertig mit Lernen. Ich gehe dann. Gululu, du bleibst hier. Wir kontrollieren jetzt erstmal die Taschen. Los, her damit. Ja, hör sie auf. Lassen Sie los. Taschenkontrolle. Hast du nochmal Glück gehabt? Gululu hat eine 6 geschrieben. Beste Mama auf der ganzen Welt. Das kannst du dir ins Arschloch reinschieben, Gululu. Hä, was ist denn los? Gululu, deine Lehrerin Frau Popoloch hat mich angerufen, weil du eine 6 geschrieben hast. Wer kann das sein? Aber ich war nicht der Einzige mit einer 6. Gululu, mir ist scheißegal, was die anderen haben. Aber was hat denn der Robert? Was hat denn der Robert? Ja, der hat eine... Was, Gululu? Der hat eine... Ich höre dich noch nicht. Eine 1. Gululu ist wieder zu Besuch. Lukas, kann ich was essen? Ja, klar. Du kannst dich bei uns nicht immer durchfressen. Ich hab deiner Mama gesagt, du sollst dich jetzt gleich mal abholen. Ne? Jetzt gibt's nämlich hier gleich Abendessen. Und da bist du nicht erwünscht. Meine Mutter kommt bestimmt gleich her. Mama, Gululu kann auch mitessen. Nee, auf der Schnitzelverpackung stand für 3 Personen. 1, 2, 3 ist einer zu viel, ne? Gululu, du kannst schon mal vor der Tür warten. Deine Mama kommt bestimmt jetzt. So, und geh mal. Also, ich weiß nicht, ob deine Mama noch kommt mit dem Schlauchboot, ne? Aber falls nicht, dann klingel bitte nicht. Schönen Abend. Familien an Weihnachten. Ja, ihr macht alle, was ihr wollt. Habt ein schönes Weihnachten. Für mich ist Weihnachten doch schon wieder nur Stress. Mama, kann ich einen Apfel? Gululu, du machst sofort die Finger da weg. Ich habe totalen Stress und du denkst wieder nur an dich. Papa? Nee, Gululu. Kleiner Sauwanz, ey. Kleiner Sauwanz. Gehst du Mama und Papa wieder auf die Nerven? Ich hab geguckt, dein Geschenk ist ein Schlauchboot, dann geht's zurück nach Afrika. Ich hasse dich, Gululu. Oh. Gululu, ab in dein Zimmer. Du versaust uns hier nicht wieder Weihnachten. Gululu kriegt keine Geschenke. Geschenke? Der Weihnachtsmann, oder? Gululina. Gululina. Gululina, Gululina, Gululina. Ich glaube, ich bin Mamas Liebling, nicht wahr, Gululu? Mano! Gululu, Schatz, die Gululina hatte auch nur gute Noten dieses Jahr. Nur gute Noten dieses Jahr. Außerdem hat sie auch immer im Haushalt mitgeholfen. Immer im Haushalt mitgeholfen? Nimm dir doch einfach mal ein Beispiel an Gululina, dann kriegst du vielleicht nächstes Jahr mehr Geschenke. Mama, ich habe noch ein paar Geschenke für dich. Gululu hat nur selbstgemachte Gutscheine. Geschenke öffnen. Mama, wo ist mein Geschenk? Gululu, komm mal mit, ich hab draußen dein Geschenk, komm. Wirklich? Danke, Mama. Kein Problem, Gululu, kein Problem. Dann kriegst du mal den los. Mama, wo ist denn mein Geschenk? Ist nur eine Kleinigkeit, weil die Gululine hat schon ein iPhone 15 gekriegt. Warte kurz. Okay. Warte, es ist ein bisschen schwerer. Was ist denn da drinne? Mein ganzes Erspartes ist dafür draufgegangen. Warum ist dein Schlauchboot drinne? Nun, da kannst du direkt zu deinen Verwandten zurückfahren ins Adoptionsheim. Achso, und der Seite ist ein kleines Chicken Tikka Masala für den Weg. Schöne Weihnachten. Dieser eine Freund, der keine Stille mag. Und Gululu, wie war dein Weihnachten? Ja, war ganz cool. Give me tough love. Give me tough love. Gululu. Gululu, sag doch auch mal was. Gululululu. Ach, wir können auch mal nichts sagen. Hey, Gululu, schau mal da. Ich so, Freunde, das war's mit diesem Gululu Best-of. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr bis zum Ende geschaut habt, dann spammt ein rotes Herz in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bye.